Hallo, herzlich willkommen bei Marein Karawane, Ihrem Karthago Center West. Mein Name ist Andreas Marein, auch bekannt als der Womo Scout. Heute geht es um das Thema Malibu Kastenwagen und die schauen wir uns jetzt mal an. Seit 38 Jahren werden von der Karthago Gruppe unter dem Markenlabel Malibu Kastenwagen der Extraklasse gebaut. Der 540er hat gerade den European Innovation Award gewonnen und das aus gutem Grund. Er bietet im Innenraum ganz besonders pfiffige Detaillösungen. Einer der Highlights ist zum Beispiel der wegklappbare Tisch. Ich kann ganz bequem für die Autobahnfahrt oder die Stadtfahrt den Tisch herausnehmen und sicher im Fahrzeug verstauen, brauche ihn also nirgendwo hinzulegen. Der Tisch hat hier im Fahrzeug seinen festen Platz. Und ist damit sicher verstaut. Und hier ist gewährleistet, dass ich mich vernünftig anschnallen kann oder gar Kindersitze vernünftig anbringen kann. Bei einer Länge von nur 5,40 Meter ist der Kleine im Bad ganz besonders groß. Ich habe ein geräumiges und üppiges Bad, in dem ich vernünftig duschen kann. Ich habe ein Klappwaschbecken, was fein und sauber in der Seitenwand integriert ist, was sich bei Bedarf herausklappen lässt. Hier befinden sich gerade 105 Kilo auf 1,82 Meter verteilt in der Malibu-Dusche. Auch hier kann ich bequem und sorgfältig duschen. Aber das mache ich alleine. Und bei Bedarf ist auch schnell das stille Örtchen hervorgeholt. In der kompakten Bordküche kann ich dank des zwei Flammenkochers auch üppigere Gerichte zubereiten. Mit ein, zwei Handgriffen habe ich hier auch die passende Arbeitsfläche geschaffen, auf der ich meine Dinge halt ablegen kann. Pfiffig ist auch das integrierte Schneidebrett. Selbstverständlich haben im Malibu sämtliche Fenster und Dachluken nicht nur Verdunklungsrollos, sondern auch Fliegengitter. Hier haben Moskitos auch keine Chance. Wie Sie sehen, sind die kleinen Malibus in ihren Detaillösungen ganz groß. Und jetzt schauen wir uns das nächstgrößere Modell an. Hier sind wir in einem Malibu 600 LE Lowbed. Das Besondere bei diesem Fahrzeug ist, dass wir hier bei einer Gesamtlänge von nur 6 Meter im Heckbereich zwei Längs-Einzelbetten verbaut haben. Das Ganze ist kombiniert mit dem Bad, welches wir schon im 540er gesehen haben. Hier befinden wir uns jetzt in einem Malibu 600 DB, Ausstattungsvariante Charming. Der Charming verfügt über ein wesentlich helleres Holz wie die Fahrzeuge, die wir uns bis jetzt angeschaut haben. Der 600 dB hat unter anderem im Heckbereich ein Querbett, welches hochgesetzt ist. Der Clou dabei ist dieser Treppenaufstieg. Dieser beherbergt nicht nur ein Staufach, sondern er kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen weggeklappt werden, sodass hier die Möglichkeit besteht, auch lange und sperrige Güter zu transportieren. Surfbretter, Skier oder was auch immer im Urlaubsort benötigt wird. Der patentierte Absorberkühlschrank lässt mit dem kühlen Blonden nicht lange auf sich warten. Dieser ist in Stehhöhe montiert und ich brauche mich nicht zu bücken, um hier im Kühlschrank Gegenstände herauszunehmen. Beim Malibu 600 dB ist das 3-in-1 Flexibad verbaut. Dieses hat für Kastenwagenverhältnisse ein besonders großzügig gestaltetes Waschbecken, einen Brausekopf, der Duschen wie zu Hause ermöglicht und, der Clou, eine wegklappbare Toilette, die bei Bedarf hervorgeschwenkt werden kann. Eine weitere Malibu-typische Detaillösung ist dieses Podest. Dieses beinhaltet nicht nur hier ein Schuhfach oder ein Fach für andere Utensilien, sondern ist gleich so gestaltet, dass der Beifahrer, wenn er den Wohnraum nutzt, auch ganz bequem seine Füße hier aufsetzt und die Füße nicht leer im Raum herumbaumeln. Hier stehen wir nun an einem Malibu 640 LE, der größte in der Malibu Van-Familie. Dieser ist auch in der Ausstattungsvariante Charming. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Der Malibu 640 LE mit dem längsten Radstand in der Malibu-Familie beherbergt nicht nur im Heck ein besonders großes Bett, sondern darunter auch einen äußerst üppigen Stauraum. Und den schauen wir uns jetzt mal von außen an.
Mit wenigen Handgriffen ist der Heckbereich des Malibu 640 LE in ein wahres Raumwunder verwandelt worden. Hier hat der Umzug auf jeden Fall seinen Platz und der 60 Zoll TFT-Bildschirm kann demnächst selbst abgeholt werden. Damit Sie sich Ihren Malibu individuell zusammenstellen können, stehen Ihnen 10 verschiedene Außenfarben zur Verfügung. 3 verschiedene Motorenvarianten und 2 verschiedene Getriebe. Einmal ein 6-Gang-Schaltgetriebe und einmal ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Auch für den Innenraum stehen Ihnen 3 verschiedene Holzvarianten zur Verfügung. Einmal die Stilwelt Turin, die Ausstattungsvariante Delight oder die Ausstattungsvariante Charming. Des Weiteren können Sie unter 12 verschiedenen Polstervarianten auswählen. Davon sind 3 Teilledervarianten und 1 Vollledervariante. Ich glaube, dass man schnell erkennt, dass 38 Jahre Erfahrung im Reisemobilbau im Malibu Van wiederzufinden sind. Nicht nur in der Haptik der Möbelklappen, der Möbelverarbeitung, der Polster, des Sitzkomforts, der Ergonomie, sondern auch in den pfiffigen Detaillösungen erkennt man, dass hier Profis am Werk sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns hier in Aldenhofen bei Aachen auf dem Handelsplatz bei Marine Caravaning besuchen oder im Internet unter www.carthago-center.de oder bei Facebook unter Marine Caravaning. Sollte Ihnen der Beitrag gefallen haben, wäre ein Like von Ihnen natürlich die absolute Krönung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.